Leute, damit willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. Ich hab schon wieder gesagt. Leute, es tut mir leid. Ich hab schon wieder gesagt. Ich meinte natürlich, Jedi Survivor. So. Fähigkeiten. Haben wir irgendwas Neues? Nö. Okay. Es ist eine ganze Weile her, ich muss kurz wieder reinkommen. Leute, sollte das Video ruckeln. Es tut mir unglaublich leid. Ich hab's halbwegs so eingestellt, dass ich flüssig spielen kann. Aufnehmen ist nochmal eine ganz andere Sache währenddessen. Ganz kurz. Aber naja, weil mehr schafft man bitte nicht. Ich hab schon eigentlich für meine damaligen Verhältnisse einen sehr guten PC. Also Laptop. Mit einer 3070 Ti. Gut. Kein schlechter Tapetenwechsel. Geht besser. Kulz müsste hier irgendwo wohnen. Aber ansonsten. Wow. Sieh dir das an. Netter Ausblick, oder? Ist dein Schiff in der Baggerschlucht abgestürzt? Ja, wir hatten ein paar technische Probleme. Und die Bedlam Raider schon getroffen? Direkt nach der Landung griffen sie an. Schön, dass es dir gut geht. Was hat euch hierher verschlagen? Einen alten Freund besuchen. Grease Striders? Grease? Na klar kenne ich den. Mir gehört der Stall im Dorf. Ich bin übrigens Mosey. Ich bin Cal. Das ist BD-1. Du bist ja ein süßer Droide. Schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Finde ich auch. Schau, ab hier ist der Weg frei. Es sollte keinen Ärger geben. Außer du suchst danach. Ach, und wenn du da bist, grüßt Oma Dendra. Sie steht nicht so auf Reisende. Ah, verstehe schon. Danke für den Tipp, Mosey. Kein Ding. Kennen wir sie schon? Huh. Alright. Karte? Da ist Grease irgendwo. Dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg zu Grease. Ja. Genauso. Mach uns mal auf den Weg zu Grease, das meinte ich. Lalalala. Ich hatte nicht erwartet, dich so schnell wiederzusehen. Ich wollte mir mal den Stall ansehen. Das hier ist er nicht. Ich kümmere mich hier nur um Brutus. Er ist ein Neko. Der Stall ist unten im Ort. Wenn du ein Tier gesattelt haben willst, komm vorbei. Das werde ich mir merken, Mosey. Danke. Es ist ja auch so cool, dass ich jetzt, dass wir jetzt Reittiere haben können. Was mir sehr, 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 sehr cool gefällt. Weil die Welten ja auch nochmal ein Stück größer sind. Und deswegen glaube ich halt auch die Schnellreise. Okay. Ab zu Grease. Lalalala. Okay, was gibt's hier? Altes Spiel, ich hab gerade. Okay. Ich muss mich erst wieder dran gewöhnen, ich hab bis eben noch Hogwarts Legacy aufgenommen. Kurzer Tapetenwechsel. So, komm, lad neu. Okay. Ich wollte mal ganz kurz gucken. Da bin ich krepiert. Da muss ich hin. Ja, gut. Lalalalalala. Nochmal auf ein neues. Und diesmal gehe ich nicht da rein. Weil ich glaube, gegen das Ding komme ich noch nicht an. Auch wenn es ein einfacher Geschützturm ist. Wir Darth Vader besiegt haben. So. Nur zu dem Thema. Alright. Ach, meine Viecher.
So. Hier was? Gongdroide. Nee. Einfach nur so irgendwas. Hier die Vieh hier. Okay. Mal ganz kurz gucken. Da geht's lang. Da ist ein... Da wäre ein Schnellreisepunkt. Ich weiß aber nicht, ob ich schon dahin will. Da ist ein Sturmtrupp. Ne, B2-Druiden. Entschuldigung, habt mich verwechselt. Moin. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt nicht zu den Kampfdruiden runter, sondern wir laufen einfach diesen Weg hier entlang weiter zu Grease. So wie es eigentlich die ganze Zeit schon vorhat, aber meine Neugier siegt halt. Oder hat gesiegt. So. Da gehen wir auch nicht rein, weil da war dieses blöde Geschütz. Was auch immer. Du bist eine Lampe, glaube ich, einfach nur, oder? Ja. Okay. Wo müssen wir lang? Weiter nach da unten. So. Hier sind eine Menge Tiere. Können wir die irgendwann zähmen? Also ich weiß, dass man Reittiere zähmen kann jetzt. Aber ab wann? Weil den brauche ich ganz dringend. So. Einmal bitte ausrufen. Irgendwas, was ich brauche, nö. Bereit zum Aufbruch? Könnt was abändern. Kampfstil. BD will ich nicht ändern. Ich wollte. Kampfstil. Kampfstil wechseln. Na, komm, ich bleib. Lass es so. Fällt mir eigentlich. Leute. Geschafft. Sehr gut. Ich freue mich, Grease wiederzusehen. Ist lange her. Vielleicht weiß er, wo die anderen sind. Sia war in der Vergangenheit gefangen. Marin ging auf Wanderschaft. Alte Geschichten. Ja. Wo müssen wir jetzt hin? Was bist denn du, Jabbas Cousin? Hier rein? Ich glaube ja. Nein. Du hast wohl geglaubt, du könntest uns reinlegen. Das war doch alles so ein Missverständnis. Hey. Lass ihn los. Das wird nicht gehen. Dieses Ding verkaufte uns ein unbezahlbares Relikt. Den Schlüssel, den wir so lange gesucht haben. Aber natürlich ist er gefälscht! Ich hab ihn für echt gehalten, Ravis. Ganz ehrlich. Ich glaube dir. Doch solche Fehler dürfen nicht toleriert werden. Dies soll eine Warnung für all diejenigen sein, die glauben, die Bedlam Raiders hintergehen zu können. Tötet ihn. Oh nein, nein! Genug. Geht einfach. Ein Jedi. Zeigt unserem Freund hier, wieso
seinesgleichen tot sein sollte. Bosskampf! Ach, fuck off. Ike. Nee, wie heißt der? Aua. Arsch. Warum hörst du nicht auf? Weil ich nicht kann. Oh, du bist lustig. Okay. Ja. Oh, seht euch das an. Abgewehrt. Aktiviere Schubdüsen. Hierher, Kumpel. Hast du Angst? Manchmal check ich's nicht. Manchmal blocke ich und der blockt einfach nicht. Das hab ich kommen sehen. Na? So kämpfen die Bedlam Raiders. Ja, ja. Ich hab Vader überlebt, da überlebe ich auch dich. Jetzt geht's los. Deine Seite. Aua. Hältst du noch durch? Bitte, stimm zu mir. Alles nur Glück, du Kleiner. Komm. Du bewegst dich recht geschickt. Ja, ja. Komm schon, fang mich. Fast auf Hälfte runtergeprügelt. Der hat bestimmt nur eine zweite Phase. Hat das wehgetan? Wirklich? Hat das wehgetan? Das wird nicht funktionieren. Ist dann Jedi. Fast hättest du mich gehabt. Du bist schnell, was? Mann. Ja, ja. Du kannst nicht entkommen. Okay. Aber ich hatte erwartet, dass wir es nicht auf beim ersten Mal hinbekommen. Von daher alles in Ordnung. So, Kumpel. Bitte noch einmal. Alter, der hat's aber auch mit seiner scheiß Knalle. Kralle. Das hat nicht mal wehgetan. Oh. Ja, da war ja was. Das Ding kann keine roten Angriffe blocken. Hilfe! Jetzt war das für dich! Nimm das! Du kannst mich nicht treffen! Zu langsam, Freundchen! Oh, du bist lustig. Ha, nein. Bitteschön. Beeindruckend. Wenn ihr nochmal kämpfen wollt, dann nehmt ihr uns. Welch Vergnügen, nach so vielen Jahren einen deiner Art in Aktion zu sehen. Edler Jedi-Ritter, wenn sie ihr Schwert zügeln, ziehe ich friedlich von dann. Lass gut sein, Turgel. Turgel, komm schon her. Ja. Bist du Doma? Bin ich ja wohl. Wie heißt ihr?
Jedi? Ich bin Kerl. Das ist BD-1. Es wäre toll, wenn die Sache unter uns bleiben würde. Wir im Grenzgebiet überleben nur, weil wir zusammenhalten. Versteht ihr? Allerdings. Ach, ihr hättet eben nicht eingreifen müssen. Dennoch habt ihr es. Ja, das habt ihr allerdings. Turgel, Schnauze. Wir bewahren euer Geheimnis. Kerl. Ich bin sicher, wir beide können davon profitieren. Danke. Alright. Dann... Prospektoren? Ja, die Prospektoren von Kobo. Aha. Ich find's geil, dass das nochmal auch da drüben in Basic geschrieben ist, also in der Schriftart, die halt im Star Wars-Universum ja, halt ist. Finde ich cool. Okay, wo ist jetzt Grease? Nichts, danke. Oh, das ist ein Fehler. Ich suche einen alten Freund. Vier Arme. Haarig. Großmaul. Oh. Vertikal beschränkt? Los, komm raus, altes Haus. Die Luft ist rein. Ich sag dir, Monk, die Bedlam Raiders werden der Untergang von diesem Ort sein. Es gibt keine Hoffnung. Null, nada, niente. Wie geht's dir bitte? Moment. Herr, lass dich drücken, du Sohn eines Boglings. Wie lange ist's her? Ich hab dich vermisst, Kleiner. Hi. Lass mich dich ansehen. Oh, du siehst furchtbar aus. Ja, auch schön, dich zu sehen, Grease. Hey, passt du auch gut auf ihn auf? Und passt du auch gut auf die Mantis auf? Oh, bei unserem letzten Job gab es etwas Ärger. Was heißt denn etwas Ärger? Imperialen Ärger. Oh, das war ja klar. Hier auf Kobo treiben sie sich in letzter Zeit auch rum. Skyro de Mantis ist durchgebrannt. Wir brauchen deine Hilfe, um hier zu verschwinden. Ja klar, das kriegen wir hin. Los, setz dich schon. Hör zu, Monk. Gib meinem Freund was Besonderes zu trinken. Erfrischungen! Ein Slippery Monk! Kommt sofort! Willkommen in Pylon's Saloon. Die beste Absteige diesseits von Celtrus. Ja, so wie du es sagst, wird's ihm nicht gerecht. Hier, was zum Runterspülen. Monk und ich haben den Laden vom Vorbesitzer bekommen, nachdem, er hat sich eine tödliche Blastervergiftung eingefangen, von den Bedlam Raiders. Wir hatten schon das Vergnügen. Geht's dir gut, Grease? Oh, klar, sicher. Solange ich nichts hab, was die wollen. Hey, was ist der Mantis passiert? Oh, wir waren auf Coruscant. Infos für Sorgerera einholen. Es ging schief. Nur zwei von uns konnten fliehen. Alles, was ich mache, ist sinnlos. Und die Macht des Imperiums wird größer. Seid sicher. Das Team getrennt hat, das ist nichts wie früher. Ja, wir hatten eine schöne Zeit, nicht wahr? Ich, du, die Weltraumhexe, Seer. Hast du mal wieder mit ihr gesprochen? Marin ist ständig unterwegs, erforscht neue Planeten, findet neue Freunde. Ich hab's hier gemeint, Kleiner. Nein. Ist eine Weile her. Du? Tja, ihre Kredits haben uns geholfen, den Laden zu eröffnen, aber hier war sie noch nicht. Sie ist sehr beschäftigt mit einem neuen, Projekt. Hey, Kerl. Wieso entspannst du dich nicht etwas, bevor wir die Mantis reparieren? Die Galaxis kann für ein paar Stunden warten. Ah, wir sollten lieber schnell aufbrechen, wenn wir hier fertig sind. Ich habe unten im Keller einen Raum extra für dich vorbereitet. Den solltest du dir ansehen, Kleiner. In Ordnung. Danke, Grease. Es ist cool, dass Grease wieder da ist. Es ist richtig cool. Und, wie man schon eigentlich sieht, er hat einen Arm verloren. Und woran das liegt, das weiß ich schon. Das wird quasi im Buch geklärt, in dem das quasi zwischen
Jedi Fallen Order und Survivor spielt, warum jetzt Grease einen Arm weniger hat. Ich sag's nicht. Wenn ihr es wissen wollt, kauft euch das Buch. Ab Juli, glaube ich, kommt das Ganze auch auf Deutsch raus. So, wo ist hier, wo geht's jetzt im Keller? Es ruckelt so ein bisschen. Das ist die Küche. Der Keller muss da drüben sein. Wo geht's hier lang? Schon geil. Ich würde schon gern echt mal im Star Wars und Universum leben. Ganz ehrlich. Für einen Tag oder so. Wäre schon cool. Kobo ist ziemlich weit weg von der nächsten Handelsroute. Anscheinend kommt Grease mit Bergungsgut aus. Auch cool. Schrottsammler. Das Schrottsammler-Outfit. Warum hat Grease es aufgehoben? Ich weiß. Hier kann mich hier pennen. Das ist cool. Du redest immer noch im Schlaf, hm? Tja, manches ändert sich nie. Du Spinner. Haarknäuel. Danke, dass ich mich hier ausruhen darf. Klar doch. Warum habe ich wohl all die Jahre deine Sachen aufbewahrt? Ich habe gehofft, dass du mal vorbeikommst und ein Päuschen machst. Es gibt immer Ärger, wenn ich irgendwo zu lange bleibe. Du hast gesagt, hier liegt irgendwo ein Ersatzgyro rum. Wir haben noch viel Zeit, um die Mantis zu reparieren, aber jetzt will ich ein bisschen über dich reden. Mir geht's gut. Je früher wir wegkommen, desto besser. Und dann willst du vielleicht mit Sorgerera Unruhe stiften? Womöglich. Ja, wenigstens einer muss doch kämpfen. Witzig. Genau dasselbe hast du damals auch gesagt, als wir uns getrennt haben. Ja, weil ich... Hör zu. Ihr hattet eure Gründe zu gehen, aber... Für mich ist Aufgeben keine Option. Ich muss weiterkämpfen. Und wohin hat dich das geführt, Kerl? Ich wünschte, es wäre anders, aber... Du verlierst immer mehr Leute und du hast selbst gesagt, dass das Imperium jeden Tag stärker wird. Womöglich wird es Zeit, dass du mehr bist als nur dein Lichtschwert, mein Junge. Denk mal an dich selbst, lass dich nieder, finde ein Zuhause. Ein Zuhause, Grease? Es gibt kein Zurück. Der Orden ist weg, wie auch mein Lehrer. Ich habe alles verloren. Sollen sie etwa alle umsonst gestorben sein? Ich kann doch nicht den Kopf in den Sand stecken. Ich weiß, du hattest es wirklich nicht leicht, aber Kerl, vertrau mir, denn ich hab's erst auf die harte Tour gelernt. Wisse, wann du bei einem gezinkten Spiel aufhören solltest. Sonst wirst du irgendwann etwas verlieren, das du nie wieder ersetzen kannst. Na schön. Ich will dir was zeigen. Das ist ein Schmugglertunnel. Komm zusammen mit der Kantina. Geh und sieh dich um. Ich habe da unten ein paar Ersatzteile. Ich wette, dort wirst du alles finden, was du brauchst, um die Mantis wieder flott zu machen. Danke. Ich weiß es zu schätzen. Kerl, darf ich dir eine Sache sagen? Es tut wirklich gut, dich wiederzusehen. Ja, dich auch. Grease. Ich denk drüber nach. Hey, pass auf, wo du da unten hintrittst, ja? Ich habe ein kleines Problem mit Ungeziefer. Alright. Also Grease wiederzusehen, das ist echt richtig, richtig geil. Ich hab ihn vermisst. Ich hab ihn vermisst. Okay, aber bevor wir da runtergehen, ich würde gern mich ausruhen. Und was gibt's da? Was macht C.S. Halleck-Set hier? Ich weiß nicht.
Nachdem wir uns getrennt hatten, habe ich alles ausgepackt und da war es. Vielleicht hat sie gehofft, du lernst darauf zu spielen. Ah, nein, danke. Dann tauschen wir mal was aus. Okay. Will eigentlich. Es gibt auch eine Option, dass man Kel ändert. Was gibt's hier noch? Du hattest schon immer einen grünen Daumen, Grace. Der Ort brauchte frischen Wind. Die früheren Besitzer waren Schmuggler. Belüftung hatte für sie keine Priorität, weißt du? Mhm. Okay. Wo kann ich mich nochmal... Wo ging das nochmal, dass ich mich, Nein, ich kann es hier wechseln. Hier ging das nicht. Irgendwo konnte ich doch... Gehen wir. Mich verändern. Anpassen. Da, Augen auf. Das ist ja unser altes Dings. Ich würde gern... Kann man nicht auch irgendwo... seine Frisur anpassen? Ich mach wieder Schrottsammler rein. Wieder mal zum klassischen Zeug zurückzukommen. So Leute, aber wir überziehen jetzt schon übertrieben lange, Leute. Ich würde sagen, an dieser Stelle, wir beenden diese Folge und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat und ciao, Leute.